Heute zeige ich euch einfach so die groben Modelle von der Waschmaschine. Das gibt, auf was man achten sollte, wenn man sich eine Neuanschaffung macht. Die Pflege der Geräte und das Augenmerk vor allem auf die automatische Waschmitteldosierung, dass so kleine Problemchen wie Streifen in der Kleidung, Waschmittelrückstände oder auch schlechte Gerüche erst gar nicht auftreten. Gerade wer in einem Gebiet mit hartem Leitungswasser wohnt, was sie natürlich braucht zum Waschen, habe ich hier ein Salzfach, das mit Regeneriersalz wie die Spülmaschine befüllt wird, was im Endeffekt natürlich für die Maschine deutlich weicheres Wasser macht und mir eben zusätzlich auch für meine Wäsche, für die Farberhaltung nachher auch sorgt. Highlight dieser Maschine, meine automatische Dosierung. Seht ihr hier zwei Behälter, die ich nach unten in die Waschmaschine reinstecke. Wenn ich der Maschine sage, dosier mir bitte mein Waschmittel, fragt sie mich zuerst leicht, mittel oder stark verschmutzt. Muss ich, wenn ich ein Pulver benutze, natürlich selbstständig machen. Ich muss das Waschmittel umdrehen, meine Wäsche wiegen, richtige Waschmittel aussuchen und dann die Maschine starten. Kann ich hier alles für mich machen lassen. Es gibt auch sehr viele Spezialgeräte, gerade manchmal ist man ein bisschen vergesslich. Dann fällt mir ein, ich muss noch was nachfüllen, habe zwei Socken vergessen, habe ich keine Chance, die Maschine zu öffnen, wenn das Wasser hier rüber geht. Dafür gibt es nachher spezielle Geräte, wo ich einfach die Pausetaste drücke, hier Tür in der Tür meine zwei vergessenen Socken nachher geschwind einfüllen kann, mache ich wieder zu und lasse weiterlaufen.